In diesem Video mache ich Popcorn mit dem Bosch Cookit und zwar scharfes Popcorn. Ja, willkommen zurück hier im Machen-Kochstudio und auch heute wird nicht wieder richtig gekocht, sondern wir machen was relativ Simples, Popcorn. Dachte ich eigentlich, es gibt natürlich Mikrowellen-Popcorn und das ganze andere Zeugs. Der Bosch Cookit hat extra ein Popcorn-Rezept. Finde ich ganz interessant, ist ein Flex-Rezept, sprich man kann eine extra Zutat hinzupacken. Kommt mir natürlich sehr entgegen, denn ich werde die guten Chilis, die ich ja letztens auch in dem Baguette verbacken habe, dazu hatte ich ja ein Video gemacht, ist hier oben verlinkt, die werde ich da reinpacken. Also logischerweise gemahlen und dadurch sollte das ordentlich scharf werden. Aber wir haben auch noch was anderes. Aber erstmal Thema Popcorn. Dafür braucht man Popcorn-Mais. Normaler Mais geht wohl nicht, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Und dann habe ich mal auf Amazon geguckt und habe Popcorn Loop gefunden, Popcorn Mais. Und den gab es in der Mushroom und in der Butterfly Form. Fand ich schon komisch. Das ist jetzt hier die Mushroom Form und das sagt aus, wie das Popcorn dann poppt. Also anscheinend kann man das vorher definieren. Entweder sieht es dann wie ein Pilz aus oder aufgeplatzt wie ein Schmetterling. Naja, funktioniert auch so semi. Ich habe das mal ausprobiert. Es sind nicht immer richtige Mushrooms geworden. Von daher, ja, könnt ihr mal gucken. Ist auf jeden Fall halt auch unten verlinkt, falls ihr euch das auch bestellen wollt. Ich habe es mir dann aber noch mal einfach gemacht. Bin einfach zum Real gegangen und da gibt es standardmäßiges Popcorn-Mais getrocknet, 500 Gramm. Kostet auch nicht viel und das werden wir heute verarbeiten. Also machen wir uns mal ans Werk. Ich schmeiß den Cookit an und wenn ich jetzt hier zu meiner Merkliste gehe, dann habe ich hier unter meinen Favoriten das Flex-Rezept Popcorn herzhaft. Das dauert 17 Minuten, 3 Minuten Vorbereitung, 14 Minuten Zubereitung, also relativ schnell gemacht. Kann man auch mal abends, wenn man Bock hat, einfach mal reinwerfen, wenn man alles hat. Ich brauche 100 Gramm Popcorn-Mais, haben wir. 30 Gramm Sonnenblumenöl, haben wir theoretisch auch. Ganz normales, solides, natives Sonnenblumenöl, nichts Besonderes. Aber das würde ich austauschen gegen Kokos-Chiliöl. Das kommt aus der Ölmühle Tochtrop. Das ist auch hier in NRW. Das hat der Steffen mir mitgebracht, das hat er irgendwo in dem Fernsehbericht gesehen. Und ja, das werden wir anstelle des Sonnenblumenöls nehmen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und dann haben wir die Flex-Zutat, in unserem Fall Chili-Pulver. Und ich habe es halt schon vorgemahlen in der Mühle. Und das packen wir dann auch dazu. Und fangen wir jetzt einfach mal direkt an. Wir brauchen als Werkzeug den 3D-Rührer. Den setzen wir ein. Dann brauchen wir 100 Gramm von dem Popcorn-Mais. Das wiegen wir hier mit der Waage vom Cookit selber ein direkt. So, es sind 78. Und 102. Nach 100. Doch, hat gepasst. Dann gehen wir eins weiter. Jetzt 30 Gramm Sonnenblumenöl. Das Zeug ist eher eine Paste. Deswegen habe ich wenig Idee, was 30 Gramm so ungefähr bedeutet. Ich nehme einfach mal einen Löffel. Löffel und mach mal hier so ein
ordentlichen Löffel von der Paste rein. So, der Haken ist natürlich, dass sie schwer abzukriegen ist von dem Löffel. Das heißt, nehmen wir mal den Deckel. So. Dann haben wir das auch geschafft. Dann ein Teelöffel Salz. Teelöffel Salz. Weiter. Und jetzt sind wir schon soweit. Das war's eigentlich. Man macht den Deckel zu, setzt den Messbecher ein. Den habe ich eh immer in meinem Deckel drin. Ich habe den ganz selten mal rausgenommen und noch seltener bzw. noch nie als Messbecher benutzt. Und macht jetzt Start. Jetzt wird der Mais durchgerührt. Der Kessel wird auf 200 Grad erhitzt. Und das Ganze läuft jetzt 12 Minuten. Deswegen lassen wir ihn jetzt mal schön die 12 Minuten hier arbeiten. Und ich mache was anderes. So, Endspurt, noch 15 Sekunden und dann weiß ich schon, was kommt. Dann kommen wir zum Chili. Und ich kann das ja mal, während er die letzten Sekunden runterzählt, einfach schon mal mahlen. Das Popcorn ist ja im Prinzip auch schon fertig. Wer also ganz normales Popcorn haben möchte, der kann das jetzt im Prinzip schon nehmen. Hat natürlich ja nichts Interessantes zurzeit. Reines Popcorn. Und hier haben wir nicht ganz einen Esslöffel. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass das genug ist. Das hat nämlich ordentlich Bums. Und deswegen geben wir ihm hier dieses, verteilen das ein bisschen schon mal. Das war jetzt ein bisschen viel auf einen Haufen. So, und mit dem bisschen frisch gemahlenen Chili kriegt unser Popcorn den richtigen Bums. Letzte Runde, 2 Minuten und dann sind wir schon fertig. So, jetzt müsste es eigentlich soweit sein, ein paar Sekunden noch. Dann hören wir den Piep und dann sind wir fertig. Da ist der Piep. Wir sind fertig. Wir können den 3D-Rührer entnehmen. Der ist jetzt auch ordentlich mit Salz und Chilipulver dreckig. Der Deckel ist voller Fett. Und unser Popcorn scheint fertig zu sein. Deswegen nehmen wir eine schöne Schale, holen den Deckel raus. Und haben unser Popcorn fertig. Und es steigt einem schon die Schärfe in die Nase. Und von daher wollen wir mal probieren. So, die haben schon ordentlich Bums. An der Mischung muss man eventuell arbeiten oder halt auch was zu trinken dabei haben. Aber das ist schon eine harte Mischung, die ich auch gut finde. Aber jetzt wisst ihr, wie ihr mit dem Bosch Cookit scharfes Chili Popcorn machen könnt. Könnt natürlich auch jede andere Variante von Popcorn machen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder.